Heute kümmern wir uns um die Rückwandfolie von den zwei Aquarien hier hinten. Und ich habe ja schon einige Dinge vorbereitet. Ich habe einmal für das 60p, also für das größere Aquarium, die Rückwandfolie von ADA, also eine Milchglasfolie selbstklebend. Die von ADA habe ich noch nie benutzt. Also ich habe bei den zwei Aquarien hier andere Milchglasfolien. Und zwar so eine vom Baumarkt, also einfach eine vom Baumarkt, so eine Milchglasfolie, auch selbstklebende. Und ich muss sagen, ich bin bei den zwei Aquarien eigentlich ziemlich zufrieden, wie der Look ist. Deshalb möchte ich das hier mal ausprobieren, was der Unterschied zwischen der ADA-Rückwandfolie ist und der vom Baumarkt. Man muss dazu sagen, es gibt relativ viele unterschiedliche Milchglasfolien, also manche sind ein bisschen mehr transparent, manche nicht so transparent, und ich habe jetzt auch eine selbstklebende. Ich habe auch schon mal so statische probiert, aber da hatte ich immer ein bisschen Probleme, dass sich die Kanten nach einer Zeit gelöst haben. Deshalb benutze ich eigentlich lieber die selbstklebenden. Da muss man ein bisschen auf das Muster schauen, also auf die Transparenz. Also da gibt es unterschiedliche. Ich hatte schon mal eine, die war fast ganz weiß, oder eine, die war zu transparent. Das hat mir dann nicht so gefallen. Deshalb habe ich jetzt hier eine, die mir eigentlich ganz gut gefällt, die ich auch beim 60p und 45p habe. Also werden wir die mal vergleichen, und ich versuche euch da eine zu verlinken, aber es ist gar nicht so einfach, da die richtige zu finden. Und neben der Milchglasfolie geht es noch um die Steckerleisten. Also für die zwei Aquarien braucht man natürlich auch Strom, und da habe ich zwei Steckdosenleisten, die werde ich auch noch montieren. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den Folien. Also ich habe einmal zwei Folien, und man braucht noch ein paar Sachen dazu. Einmal Küchenrolle, um alles aufzuwischen, braucht man eigentlich für fast alles ein Aquarium. Dann einmal den Glasreiniger, man kann auch einfach einen Wasser mit Spülmittel nehmen. Ich benutze da immer den Glasreiniger zum Aufbringen und auch um die Oberfläche vorher zu reinigen, damit kein Staub dazwischen ist. Dann braucht man noch etwas, um die Folie zuzuschneiden. Auch die von ADA ist ein kleines Stück zu groß. Die ist, glaube ich, 37 x 62 oder 61 cm breit. Also ist ein bisschen größer, muss man auf jeden Fall zuschneiden. Dafür braucht man ein Stanley-Messer mit einer neuen Klinge am besten, die relativ scharf ist, damit man das ganz schön schneiden kann. Und dann habe ich hier noch so einen Rakel, was so mit Filz verkleidet ist, damit zerkratzt man sich die Folie nicht beim Festziehen. Man kann da auch eine Kreditkarte oder so nehmen, da am besten schauen, dass man die Folie nicht zerkratzt, also vielleicht ein Tuch oder so dazwischen geben, damit man das ganze Wasser wieder rausstreifen kann. Wir fangen mit dem kleineren Aquarium an, mit der Folie vom Baumarkt, weil falls es nichts wird, kann ich es einfach nochmal machen, weil hier ist auf jeden Fall eh genug drauf auf der Rolle. Also ich habe es jetzt schon ein bisschen länger nicht gemacht, also bestimmt schon so ein Jahr oder so her, dass ich die anderen Aquarien foliert habe. Ich lege mir einfach so ein Tuch drunter, dann kommt das Aquarium drauf. So. Und am besten funktioniert das, wenn das Aquarium noch nicht voll ist, dann kann man sich das so umlegen und man hat gar kein Problem. Dann nehme ich mir ein bisschen eine Küchenrolle und reinige mal die Oberfläche. Weil wenn da jetzt ein bisschen Staub dazwischen wäre, könnte es sein, dass der Staub dann einfach sichtbar ist, wenn die Folie drauf ist. Also schneidet man die Folie mal grob zu, also von der Länge mal. Aufpassen, dass man die Folie nicht knickt. Das mit dem grob zuschneiden ist natürlich nur bei der Folie, bei der anderen, die ist eh schon in der groben Größe, also braucht man das da nicht, aber für die muss man das grob zuschneiden. Dann jetzt eine Sache, die ich immer mache, und zwar, ich habe jetzt bei der Folie zwei gerade Seiten. Also einmal die Anschnittkante, was schon drauf war, und einmal eine Seitenkante, die wirklich in 45 Grad Winkel ist, die wirklich gerade ist, die ich dann nicht schneiden muss. Und ich mache mir das immer so, dass ich die gerade Seite oben habe und auf einer Seite, auf der Seite gegebenenfalls, die man mehr sieht, weil dann ist die Kante wirklich richtig gerade, und falls man ein bisschen schlecht schneidet und man sieht eine kleine Kante bei der Schnittkante, sieht man das nicht so, wenn das unten ist oder auf der Seite ist. Deshalb mache ich das immer so, dass ich mir die ausrichte, dass immer halt auf der Oberkante schon gerade ist, dass ich auf der Oberkante nicht schneiden muss. Ich habe gesehen, viele machen das anders, ich weiß gar nicht ganz genau warum, aber ich mache es eigentlich immer so, dass ich einfach unten schneide und auf einer Kante. So, und jetzt müssen wir das Ganze befeuchten. Man kann es entweder mit dem Glasreiniger machen oder mit Wasser mit Spülmittel. Das funktioniert ein bisschen besser. Ich mache es eigentlich immer mit Glasreiniger, weil den habe ich schon so in der Sprühflasche eingefüllt und brauche da nichts extra umfüllen. Da nicht mit dem Glasreiniger sparen, weil dadurch kann man die selbstklebende Folie nachher noch verschieben. Also man muss da nicht beim ersten Mal gleich perfekt sein, sondern man kann die noch ein bisschen verschieben. Ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Fingerabdrücke auf die Folie drauf macht, weil sonst sieht man das natürlich. Dann sprühe ich mir die Folie auch schon mal ein, weil dann klebt sie nicht mehr, wenn sie nass ist. Und dann fange ich an, sie aufzusetzen und sie gleichzeitig abzuziehen. So, und wie man sehen kann, man kann sie noch gut verschieben, und jetzt richte ich sie mir aus. Auf allen Kanten passt. Okay, ich merke, ein bisschen zu trocken wird es schon.
dann einfach ein bisschen abziehen und noch mehr Spülmittel oder halt Flüssigkeit drunter. Und dann richte ich mir das perfekt ein. Und dann war es eigentlich schon. Jetzt nehme ich mir schon ein bisschen Küchenrolle, damit ich das ganze Wasser, was jetzt rausgedrückt wird, gleich wegwischen kann, sonst macht man da ein bisschen eine Sauerei. Dann mache ich immer so, dass die Folie bei der Phase aufhört, dass die nicht drüber steht, dass da jetzt keine Kante ist oben. Also das Glas hat immer so eine Phase auf den Kanten. Manchmal ist die ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner. Und man kann die auch einfach, wenn man jetzt dann abschneidet, schneidet man entlang der Phase. Und auf den anderen Seiten, wo man nicht schneidet, da richte ich mir so aus, dass es auf der Phase anliegt und nicht irgendwie drüber steht. Und dann fange ich an mit dem Rakel einfach alles fest zu wischen. Und drücke das ganze Wasser raus. Das Handtuch, was man drunter legt, würde ich am besten danach einfach waschen, damit man das nicht wieder fürs Aquarium verwendet, damit nicht irgendwas für ein Spülmittel ins Aquarium kommen kann. Oder benutzt einfach eins, das gar nicht fürs Aquarium ist, damit das nicht irgendwie in Verbindung kommt. Ich weiß nicht, wie schlecht oder gut ein Glasreiniger fürs Aquarium wäre. Da versuche ich einfach nichts in Aquarium zu haben. So, jetzt erstmal alles eigentlich ziemlich fest und passt. Und ich finde, die Kanten schauen schon richtig gut aus. Jetzt nehme ich mir das Messer und schaue, ob es eh schön ist und keine Kanten hat und eh noch scharf oder halt ein neues Messer. Und dann fange ich an zu schneiden. Wenn ihr jetzt das erste Mal macht, würde ich euch empfehlen, zuerst die Kante zu schneiden, die man gar nicht sieht oder so gut wie gar nicht. Das ist in meinem Fall die Unterkante, weil die sieht man sowieso nicht. Und wenn ich da jetzt ein bisschen blöd schneide, wäre es nicht so schlimm. Und für die andere Kante habe ich dann schon ein bisschen mehr Übung. Ich spanne mir das einfach so ein bisschen und dann gehe ich einfach so schräg an der Phase am Glas entlang. Und dann habe ich auch schon geschnitten. Man sieht, hier ist jetzt ganz leicht wellig, also das habe ich gemeint. Da braucht man ein bisschen Übung und dann geht das schon. Also hier ist jetzt nicht so schlimm, aber ja, wie gesagt, man hat jetzt hier eine kleine Kante, das ist jetzt nicht so schön, wenn es jetzt auf der Oberseite wäre oder auf der Seite. So, jetzt war ich noch mal drüber mit dem Rakel drüber. So, und fertig sind wir mit der Rückwandfolie. Es kann auch sein, dass ganz wenig Wasser zwischen der Folie ist. Das wird im Normalfall noch verdunsten. Dann kann es sein, dass noch kleine Blasen weggehen. Ansonsten mit dem Rakel versuchen, so gut wie möglich wegzustreifen, damit es echt schön sitzt. Noch ein guter Tipp ist, dass sie unten auf keinen Fall übersteht. Weil wenn es unten übersteht und auf der Unterlegmatte liegt, dann kann es sein, dass sie die Folie raufdrückt und dann Blasen entstehen. Deshalb wirklich ganz schräg an der Phase schneiden, damit hier jetzt keine Kante ist und man sich die Folie lösen kann. Jetzt das ganze Aquarium noch von innen und von den Kanten ein bisschen mit normalem Wasser auswaschen, damit da kein Spülmittel mehr ist oder kein Fensterreiniger. Und dann haben wir die erste Folie schon mal aufgetragen. Ging jetzt echt easy, würde ich sagen. So, nächstes Aquarium, selbes Spiel. Erstmal reinigen. Bei größeren Aquarien wird das dann, finde ich, immer schwieriger, die Folie gut aufzubringen. Aber mit genug Spülmittel lässt sich die Folie immer gut verschieben. Dann geht es eigentlich ganz gut. Dann immer für den letzten Schliff nochmal neues Küchenpapier nehmen, weil das fusselt nicht so, wie wenn ihr das schon ein bisschen viel benutzt habt, damit da wirklich kein Staub mehr auf der Oberfläche ist. Jetzt bin ich gleich echt gespannt, wie gut die ADA-Folie ist. Ich habe die noch nie verwendet, kostet so 20 Euro, die andere Folie hat glaube ich so 10 Euro gekostet. Also ist schon ein Unterschied, weil das ja auch wirklich nur für ein 60 cm Aquarium reicht. Mit der anderen könnte ich wahrscheinlich 3 oder 4 Aquarien folieren, je nachdem wie groß sie sind. So, genug Spülmittel und da fangen wir an. Es ist auf jeden Fall ein bisschen steifer und dicker die Folie. Also ist schon ein Unterschied, ist jetzt nicht genau dieselbe, was jetzt einfach von ADA mehr kostet. Ich bin mal gespannt, wie gut sie wirklich aussieht, weil das ist natürlich das Wichtigste. Egal wie dick sie sich anfühlt oder wie gut sie sich anfühlt in der Hand, das ist bei der Rückwandfolie ziemlich egal. Sie muss einfach nur einen schönen Look machen. Ich muss sagen, Milchglasfolien gefallen mir schon immer besser als schwarze Folien oder blaue. Da schaut das Aquarium einfach tiefer aus und heller. Das hat einfach einen schöneren Look. Aber Aquarien mit schwarzer Rückwand können auch was Gutes haben. Vor allem bei großen Aquarien kann man gut die Ein- und Auslässe verstecken.
und da passt das eigentlich auch manchmal ganz gut, aber für die meisten Aquascapes finde ich eine Milchglasfolie besser oder vielleicht noch einen Lightscreen habe ich hier beim 90p. Das ist eine beleuchtete Rückwand, die beleuchtet das Aquarium einfach von hinten und das macht einen echt schönen Look, aber der kostet natürlich um einiges mehr. Das ist dann gar nicht so günstig sein, eine beleuchtete Rückwand. So, hier wieder dasselbe. Also, ich richte mir das oben und auf einer Seite aus. Da muss man echt genau sein, weil wenn sie da mal zugeschnitten ist auf einer Seite, dann kann man da schlecht noch ein kleines Stück mehr zuschneiden. Dann fange ich an, mal ein bisschen was abzuziehen. Weil dort, wo man dann drüber gefahren ist, ist kein Spülmittel oder Wasser mehr und dort klebt sie dann auch schon. Also, wenn man sie da mal fixieren will, einfach mal auf einer Kante anfangen, die gerade ziehen, da wirklich schauen, ob alles passt. Ansonsten kann man das vielleicht nochmal abheben, aber schaut alles gut aus. Und dann schaue ich mal, dass ich das Gröbste wegwische. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick gefällt es mir schon sehr gut von Milchglasfaktor oder Transparentfaktor oder von Transparentheit. Jetzt wieder abschneiden, das zeige ich euch diesmal in der Nahaufnahme. Und dann einfach schräg an der Kante schneiden. Wie gesagt, auf der Unterkante ist es ja nicht so wichtig, das ist besser, es ist ein bisschen weiter nach oben, als wenn es zu weit nach unten steht. Ich habe verkackt. Also, wie ihr sehen könnt, ich habe da leider ein bisschen zu schnell losgelassen, also zu wenig gestrafft. Und jetzt ist einfach auf der oberen Seite ein kleines Eck weggeschnitten. Ich werde versuchen, das Ganze zu retten, also das Ganze zu drehen. Also echt ärgerlich. So, Fehler können passieren. Also ich habe jetzt leider genau beim oberen Eck, wenn es unten wäre, wäre es nicht so schlimm, ein kleines Eck weggeschnitten. Also ich bin da leider ein bisschen abgerutscht und habe es einfach falsch geschnitten. Also echt dumm. Ich denke, das liegt auch ein bisschen, weil ich so versucht habe, das Ganze gut zu filmen und habe nicht mal auf Aufnahme gedrückt und habe dann das Eck weggeschnitten. Also wenn ihr das in Ruhe macht, ohne sich so hinzustellen, dass die Kamera auch noch gut aufnehmen kann, ist es sicher ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt versuchen, das Ganze zu retten. Ich löse die Folie und besprühe sie gleichzeitig wieder mit Fensterreiniger. Und dann drehe ich sie einfach um. Die Unterseite sieht man ja sowieso nicht, weil ja der Bodengrund davor ist. Deshalb ist es jetzt nicht der Weltuntergang, natürlich ärgerlich, weil es natürlich immer blöd, wenn man so eine Folie verschneidet, gerade bei der teureren. So, jetzt richte ich mir das Ganze wieder schön aus und ja, kann ich das Ganze wieder festziehen und dann sollte es passen. Folien sind im Aquarium, ich werde auch vom Ende vom Video zeigen, wie die ausschauen. Jetzt geht es ganz kurz an den Strom, also an die Steckerleisten. Jedes Aquarium braucht Steckerleisten und ich benutze da recht am liebsten diese hier. Die habe ich schon bei zwei anderen Aquarien und die sind richtig nice, weil zum einen extra Ein- und Ausschalter haben für jede Steckdose. Also wenn man zum Beispiel einen Skimmer und einen Filter benutzt, kann man einfach beim Wasserwechsel den Skimmer, den Filter und den Heizstab ausschalten und braucht dann nichts abstecken und wieder irgendwie anstecken, sondern einfach nur den Hebel umlegen. Auch beim Fischefüttern schalte ich den Filter und den Skimmer aus und das geht mit einem Schalter am besten eigentlich. Und dann ist der große Vorteil, dass die Steckdosen so gerade sind und nicht so schräg, weil sonst ist oft so, man steckt dann eine Sache an mit einem größeren Netzteil und dann ist die zweite Steckdose auch belegt und man kann die dann nicht mehr benutzen und hier hat man genug Platz und die hat auch so Teile zum Festschrauben, dass man sie irgendwo festschrauben kann und das finde ich auch perfekt, weil damit schraube ich sie einfach im Unterschrank an, nicht am Boden, sondern weiter oben und dann ist sie einfach perfekt platziert. Und es kann kein Wasser drauf tropfen und so weiter. Also wenn sie so am Boden liegt vom Unterschrank und es kommt irgendwie Wasser rein, dann ist es sehr wahrscheinlich oder leichter, dass Wasser in die Steckdose kommt. Wenn sie an der Wand montiert ist, dann kommt kein Wasser rein oder nicht so einfach. Ob man sie jetzt schraubt oder mit doppelseitigem Klebeband fixiert, muss jeder selbst entscheiden. Ich werde sie festschrauben. Ich habe so kleine Schrauben und einen Akkuschrauber, weil ich finde, eine Steckerleiste braucht man sowieso immer im Aquariumunterschrank. Also ich werde die Steckerleiste dort nie entfernen und höchstens gegen eine andere austauschen und dann ist es egal, wenn da Löcher sind, wo die festgeschraubt war. Deshalb mache ich das einfach mit Schrauben kurz zur Steckerleiste, also ich werde euch die verlinken. Hat einen Überspannungsschutz, also auch ganz nice und ja, einzelne Schalter und ist auch abgesichert bis 18 Ampere, also auf jeden Fall stark genug. Also
auf jeden Fall was nicht so günstiges. Da würde ich auch immer schauen, dass man nicht die allergünstigsten Steckdosenleisten nimmt, weil da geht es ja um Strom. Und vor allem mit so viel Aquarien hat man schon einiges an Strom, was da drüber läuft. Und da schaue ich, dass ich ein bisschen was Hochwertigeres benutze. Und das ist jetzt nicht das allerteuerste, aber auf jeden Fall mit den Funktionen richtig nice. Ich habe beide Steckdosenleisten montiert, also beide angeschraubt. Einmal an der Rückwand gerade und einmal so senkrecht. Weil beim 45 pH hat es waagrecht nicht gepasst, da links ging es von der Länge nicht, aber so senkrecht passt das auch. Ich habe es jetzt extra auf der einen Seite montiert. Auf der anderen sollen die Ein- und Auslässe vom Filter sein, damit das nicht so im Weg ist. Und jetzt sind die Folien auch schon drauf. Das heißt, es ist die große Frage, welche ist besser? Und ich muss sagen, ich kann euch noch gar nicht genau sagen, welche ich besser finde. Also ich finde beide eigentlich ganz gut, also doch die beim 45p. Auch wenn sie jetzt noch so ein paar Blasen hat, ich denke, die werden noch rausgehen, weil bei den anderen Aquarien sind die auch nicht mehr da. Zurzeit ist halt das 60p ein bisschen schöner, aber sonst bei den anderen Aquarien, wie gesagt, gefällt mir die Folie eigentlich auch schon ganz gut. Also ist echt nur ein kleiner Unterschied. Die ADA ist halt ein bisschen dicker, ein bisschen hochwertiger von Gefühl, aber je nachdem, wenn das wichtig ist, muss man schauen. Und jetzt hier geht es zum Video, wo ich euch das Hardscape vorgestellt habe für die zwei Aquarien. Und hier oben ist noch ein anderes Aquascaping-Video. Und dann bis zum nächsten Mal.